Factorial. Hier haben wir einmal Vanessa und mich, Sinan. Und wir kochen heute gemeinsam eine Spaghetti Bolognese. Die Zutatenlisten haben wir ja, glaube ich, schon eingeblendet. Und ja, wir legen einfach los und währenddessen erzählen wir euch was. Ich würde ganz schnell eigentlich mit dem Wasser anfangen. Ja, ich auch. Weil das dauert immer am längsten. Genau, ungefähr 12 Minuten. Weißt du, was ich mache? Ich mache mal so ein bisschen Wasser auf dem Topf. Okay. Und den Rest Wasser. Und den Rest koche ich, ja, das mache ich auch. Mit dem Wasserkocher geht das Ganze noch schneller. Ja. Weil wir wollen auch gucken, dass wir natürlich auch ein bisschen effizient. Ne? Die Leute haben keine Zeit, die haben keinen Bock. Genau. Jetzt müssen wir schnell gehen und schnell günstig gehen. Sein. Günstig. Ein günstiges Essen haben wir uns ja auf jeden Fall rausgesucht. So. Okay. Du bist so ein bisschen der Chef, du sagst mir, was ich tun soll. Ja, also Nudeln haben wir hier, die lege ich schon mal hier hin. Alles klar. Bereit. Okay, dann kommt ja gleich zuerst die Zwiebel rein. Ja. So. Achso, nee, hier so. Ich mach die. Die Zwiebel würde ich eigentlich nach dem Fleisch reintun. Du würdest das so tun? Ja. Aber weil du mich so lieb hast? Genau, deswegen tun wir die Zwiebel. Deswegen tun wir die Zwiebel vor dem Fleisch rein, so. Ja. Weil du die gerne durchgebraten hast. Ja, ich bin so ein Zwiebelhasser. Ja. Also so, wenn die roh sind, solange, wenn die gekocht sind. Achso, ein ganz kleiner Trick hier noch. Wenn ihr die Zwiebeln kurz unter Wasser haltet, das Messer auf, dann bindet das Wasser diese, wie nennt sich das? Diese Dämpfe der Zwiebeln, die die Augen so zum Brennen oder Tränen bringen. Ja. Und dann passiert das nicht. Das ist jetzt so meine Methode, das hier zu machen. Das ist ein guter Tipp. Ich mache hier so. Wo schäle ich denn jetzt die Möhren? da auf dem auf diesem Küchenrollending. Auf dem Küchenrollending. Ja. So. Nicht, dass du Zewa sagst, ne? Das ist der Küchenrolle. Okay. So, ich hoffe, ihr habt das gesehen. Ich habe die Zwiebeln so einmal im Kreuzschnitt angeschnitten und dann zack, zack, zack von der Seite. Sollte man relativ schnell. Ja, relativ schnell, ja. Relativ schnell. Okay. Und das ist auch keine Ausrede zu sagen, ich kann nicht schnibbeln und so. Ich kann es auch nicht gut. Ne? Nee. Ich bin auch faul. Ich gebe mir häufig auch nicht viel Mühe. Also das ist keine Ausrede, es schmeckt trotzdem. So, soll ich hier schon mal Öl rein tun? Genau, dann tue ich schon mal Öl rein, dann tun wir gleich die Zwiebeln rein. Dann kommt das Fleisch. Mhm. Mit dem Öl direkt schon mal hier so auf volle Pulle erstmal, ne? Ja. Man könnte auch weniger Öl reintun. Ach so, weil das Fleisch hat schon Fett, auf jeden Fall viel. Mhm. Aber wenn man gerne viel Öl mag, dann kann man auch viel Öl reintun. Aber Fett ist ja Geschmacksträger, ja, ne? Also das ist halt immer so ein bisschen das Dilemma. Man kann natürlich versuchen, möglichst fettarm alles Mögliche zu kochen. Schmeckt noch nicht. Ja. Meinst du, oder gibt es da noch. Es ist schwierig, das ist auszuloten, dann die, ne? Die Kunst der Gewürze. Ah, okay. Ich nehme am liebsten die fettigen Gewürze. Die fettigen Gewürze? Wie Öl. Öl ist mein Lieblingsgewürz. Okay. Da kann man dann nehmen Walnussöl, Erdnussöl. So, ich schneide mal hier die Enden von den. Genau, die kannst du schon mal abschneiden. Mhm. Und dann kann man die Möhren, entweder wenn man ganz faul ist, kann man die reiben. Okay. Oder man schneidet die halt in Scheiben. Ja. Soll ich die einmal längst noch? Genau, damit das nicht so Riesenstücke sind, kann man die noch just schön. An der Stelle möchte ich auch mal einen Tipp noch loswerden. Messer. Ich höre ganz häufig Leute, die sagen, ja, ich kaufe mir irgendwie einen fetten Messerblock, dann habe ich ja alles an Messern, was ich so brauche. Und meine Erfahrung ist, ich brauche genau eins. Ich habe jetzt hier zwar zwei. Aber im Grunde reicht mir sogar ein gutes Messer. Das ist wirklich ein sehr gutes Messer. Geht halt dann auch schnell mal so im Preis hoch bis, ich glaube, das kostet im Handel so 80, 90 Euro. Das ist natürlich schon nicht wenig. Relativiert sich aber wieder, wenn man sich überlegt, dass man eigentlich nur eins braucht. Ne? Ja. Dann. Genau. So, der Wasserkocher hört sich so an. Also ob das Wasser kocht. Oder? Gleich. Und ich mach Salz. Gucken wir
in diesen schönen Topf. Also ihr seht, ich schneide diese Möhren hier und ich bin definitiv kein extremer Küchenchef. Oh, fast das Schälmesser mitgeschnitten. Ja, ich habe ja jetzt auch länger gebraucht, um Möhren zu schälen. Also da muss man auch immer vorsichtig sein, damit man sich nicht schneidet. Okay. Die Haut abschält. So. Nudelwasser salzen. So. Ja, rein, schön, ne? Schön viel. So, einmal. Viele tun zu wenig Salz, finde ich, in die Nudeln. Ich finde auch, Nudeln versalzen ist fast nicht möglich. Ja. Mein Lieblingstrick bei Spaghetti, einmal laut. Ja. Und rein da. Kocht das denn schon? Das kocht schon, das hat gekocht. Okay. Habe ich gesehen, Frau Chefin. Hier, Müll. Okay. Achso, ist mein Job, ne? Ja. So, jetzt. Mach das mal ausnahmsweise. Ausnahmsweise. So, ich denke, die Pfanne ist heiß, ne? Es riecht so ein bisschen, also ich rieche es, ja. Ich glaube, wir können. Dann tun wir die Zwiebeln rein. Ja, wir hören es jetzt. Ja. Ah ja. So, die Nudeln einmal schön. Achso, und auch bei Nudeln nicht zu wenig Wasser. Ne? Manche machen auch zu wenig Wasser. Dann irgendwann haben die Nudeln das Wasser aufgenommen und dann. Das ist wieder blöd, das macht man mit Reis. Ja, genau, richtig. Oh, ich hoffe, die Kamera wird hier nicht gleich beschlagen. Okay. Ich mach mal das Fenster auf Kipp. Kannst du mir dann auch so ein Teil geben oder brauchst du so ein Teil? Ja. Dann nimm das gleich. Ein Pfannenheber. Pfannenheber, Mensch. Nudelwasser können wir jetzt ein bisschen zurückstellen, ne? Muss jetzt nicht mehr die ganze Zeit so. Genau. Das muss nicht die ganze Zeit sprudeln, aber schon heiß sein. Habe ich scheiße geschnitten, ne? Hast du scheiße geschnitten, ja. Aber du bist ja, also mir ist, ich finde das nicht so schlimm, wenn da so grob gehackte Zwiebeln drin sind. Und falls sich jetzt so die ein oder anderen fragen, ihr kocht da irgendwie was super Ordinäres. Ja, wir bei Fettorial wollen gar nicht, ich glaube, hier siehst du gleich gar nichts mehr. Das stimmt. Wir bei Fettorial wollen auch gar nicht jetzt Spitzenköche ausbilden, sondern es geht darum, dass man so ein bisschen auch wieder das Gefühl dafür bekommt, dass es so ganz einfache Gerichte gibt, die super geil schmecken, die nicht viel kosten und die einfach zu machen sind. Ja, und auch, da können wir auch nochmal gleich drüber sprechen, wenn ihr überhaupt noch irgendwas seht. Sieht auch ganz gut aus. Ja, das geht. Ja. Alles gut. So, alles ich würde gut. das Fleisch jetzt reintun. Ja, dann tun wir das Fleisch jetzt rein. Mmh. Wir haben ja auch noch Gewürze hier. Das macht Spaß. Oh, ich hab's daneben geworfen. So. Schon wieder, drauf. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. So. Ja, ein Thema noch, also mehrere Themen, aber reden wir doch mal darüber, wie verantwortungsbewusst ist dieses Essen? Ja, also, ne, das ist ja auch ein großes Thema. Ja, es gibt ja immer so Sachen, dass du sagst, ja hier, esst mehr irgendwelche coolen Megabären oder irgendwelche, weiß nicht, Südsee oder aus den unteren Regionen der Welt. Aber dann ist das ja alles hergeflogen worden, das ist voll teuer und der Sprit vom Flugzeug verletzt die Luft. Das ist so ein bisschen so moralische Komponente beim Essen sollte man ja nicht komplett vernachlässigen. Da reden wir jetzt drüber, aber jetzt zeige ich erstmal was. Ich tue jetzt die Gewürze schon dran. Also Pfeffer. Kann man ruhig ordentlich dran tun. Ja. Damit es auch nach was schmeckt. Ja. Salz würde ich tatsächlich gerade mal hier raus, weil da kommt so wenig raus. Ja, das ist auch bei Leuten, die uns sagen, ich kann nicht kochen. Da merke ich, wenn ich dann mal so mitbekomme, wie die kochen, so. Die trauen sich zu wenig beim Würzen. Ne? Ja. Viele sind so. Dann kommt dann so. Dann kommt da gar nichts. Und dann reicht das. Ne? Ja, da komme ich. So, dann nehmen wir mal Nehmen wir die dicke Öffnung. Ja. Da kipp mal rein. Kipp mal wirklich rein, weil Paprika. Ja, das ist ein bisschen. Warte, wir bröseln das mal gerade auf. Da geht's auch so, guck mal. Nein, das wird da geht's nicht, da geht's noch mehr. Das ist immer das Blöde, dass das fest wird, wenn man das über den Wasserdampf. Ja, der Wasserdampf. Jetzt kipp rein. So. Ich habe nämlich noch nie geschafft, ein Essen zu verpaprikaren. Würde ich mal sagen.
Okay. Also bei diesem Essen jetzt, ich würde mal sagen, Nudeln sind unproblematisch. Ich denke mal, dass sie in Deutschland hergestellt werden. Außer man kauft jetzt irgendwelche total exotischen, geilen, italienischen Nudeln. Mit irgendwie, ja. Aber grundsätzlich unproblematisch. Möhren, Karotten, was ist eigentlich der Unterschied? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, es wird von Region zu Region anders genannt. Ach so, vielleicht. Ich weiß es auch nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es doch in die Kommentare. So wie Topfen und Magerquark oder so. Was? Ich glaube, zu Magerquark sagen die Österreicher oder so Topfen. Spinnen die? Ich würde jetzt schon die Möhren rein. Das ist noch ein bisschen gefroren, weil das ja im Tiefkühler war. Also. Leider. Ja, hau rein. Dann würde ich schon die Möhren rein tun, weil die Möhren sind ja sehr hart. Ja. Und die brauchen dann auch ein bisschen, bis sie gar werden. Okay. Das sieht geil aus. So. Genau. Das Tomatenmark würde ich tatsächlich relativ am Schluss reintun, also wenn das Fleisch gar ist, weil das verbrennt auch sehr gerne mal. Auch wenn man so Fleisch mariniert oder so mit Tomatenmark und so, dann ist es in der Pfanne verbrennt es sehr schnell. Okay. Ja, also die wirklich einzig problematische Komponente bei dem Essen ist ja eigentlich das Fleisch. Ne? Ja. Also Fleisch, da muss man jetzt halt überlegen, man isst ein Tier, da wurde ein Tier für getötet. Ja. Das muss man sich überlegen und gibt natürlich auch dort Unterschiede bei der Haltung. Ja. Ich würde mal sagen, das ist so die Stellschraube bei diesem Essen, worüber du dann sagen kannst, das ist doch irgendwie verantwortungsloser oder eben nicht. Genau. Bei dem Essen jetzt ist es, ich habe von der Theke das genommen. Ja. Ich bilde mir mal ein, wenn man es von der Theke kauft, ist es ein bisschen besser als... Man kann ja auch nachfragen. Also woher kommt das Fleisch, okay. Wenn man zum Metzger geht oder eben an die Theke. Ja. Und ist das Biofleisch? Kann man ja nachfragen. Na, wo kommst du denn her? Achso, hoch. Ja, aber da finde ich, sollte man schon mehr Geld ausgeben und nicht das ganz billig Fleisch nehmen, weil das schmeckt erstens nicht so gut wie das teurere Fleisch. Und das Billigfleisch, das gibt sehr viel Wasser ab. Ah, okay. Ja, daran merkt man immer. Grundsätzlich muss man ja auch sagen hier, dass das Essen ist unfassbar billig. Genau, deswegen. Wir haben jetzt einen Gesamtpreis ausgerechnet von ungefähr 7 Euro. Ja. Und reicht ja für 4 Personen. Also viel günstiger. Und die einzig teure Komponente ist im Grunde das Fleisch. Also... Ja, so Hilfskoch. Hast du die Nudeln nicht umgerührt? Jetzt sind die ein bisschen aneinander gebracht. Scheiße. Oh, die Leute sehen nichts mehr. Ich wedel euch mal ein bisschen was zu. Zwischendurch sollte man auch die Nudeln umrühren. Die Nudeln sollte man umrühren, ja. Weil sonst wird das alles ein Klumpen. Ah, es wird hier langsam besser. Das müssen wir mit der Kameraposition nochmal nächstes Mal überdenken. Hallo. Quick, 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 quick. Wenn das Problem ist, wenn ich jetzt die Dunstabzugshaube anmache. Dann hört man uns wahrscheinlich. Das wird mir die Nudeln hier! Was? Ja, genau. So, der letzte, das war der kleine gefrorene Kern. Eigentlich hat es schon früh rausgeholt, das Fleisch. Ja. Noch besser als natürlich nicht eingefrorenes Fleisch wahrscheinlich. Ja, aber wenn man viel Fleisch da hat, dann ist es ja eine gute Methode, um das haltbar zu machen. Ja, ja. Das sieht, also es riecht auf jeden Fall schon sehr gut mit dem Paprika und dem Pfeffer. Ja. Das macht olfaktorisch schon einiges her. Ich wollte nur das Wort mal sagen. Olfaktorisch. Das Fachwort. Ja. So, reicht. So, ein paar Drops von Tomatenmark. Genau. Ja, grundsätzlich beim Nährwert dieses Essens. Wir haben natürlich als Hauptkomponente durch die Nudeln sehr viel Kohlenhydrate. Ja. Wir haben mit dem Fleisch Fette. Genau. Und Vitamine sind auch drin. Ja, durch die Möhren, Zwiebeln. Grundsätzlich natürlich es ist ein sehr kohlenhydratreiches Essen. Ne? Also geeignet im Grunde, bevor man irgendwie nochmal Sport machen will. Also nicht direkt davor, aber sonst so. Sonst kommt es wieder hoch. Ja, aber sonst so jetzt. Also wir haben ja heute noch vor, Sport zu machen. Ja. Und zwar in
3 Stunden. Ja, das ist auch meine eigentlich so liebste Zeit, so, dass ich so nochmal 2,5-3 Stunden vorm Sport schön Kohlenhydrate zu mir nehme. Ja, ja, das stimmt. Das dann passt gut. Das gut. Ja. Manchmal esse ich so eine Stunde vorher auch ein Müsli, das kann ich auch. Aber manche können das nicht, wenn das. Ich kann das nicht. Ja. Also ich kann das natürlich schon, aber ich merke dann beim Sport schon häufiger so. Dass man so ein bisschen träge ist. Ja, so ein bisschen liegt es mir im Magen. Ja. Aber das muss dann jeder selbst rausfinden letztlich. Das stimmt. Ab wann tun wir denn die denn? Genau, ich habe gerade die gleiche Idee gehabt, die können wir jetzt reintun. Okay. Genau. Ein kleiner Tipp von mir noch, wenn ihr so einen Mini-Rest hier habt, ihr könnt doch ganz bisschen an Wasser, dann shakt ihr das so und dann habt ihr die Dose auch komplett leer. Ich glaube, das bisschen an Wasser stört jetzt auch nicht, oder? Weil ihr müsst ja eh gucken, dass es auch... Nee, also es ist besser ein bisschen mehr Flüssigkeit, weil das verdampft ja auch viel, wie man sieht. Ja, das weiß die Linse. Probier mal die Nudeln. Ja. Aber die müssen noch ein bisschen. Okay. Ich stelle mal ein bisschen höher, damit sie wieder so ein bisschen... Ja, soll ich hier noch Wasser rein oder nicht? Hoch. Also ich finde das jetzt so ganz okay. Wie ist das mit runterdrehen jetzt so ein bisschen? Ja, genau, ein bisschen runterdrehen. Ja, runter, ganz runter, zwei. Auf zwei. Das muss jetzt einfach nur noch so ein bisschen köcheln eigentlich. Ja, ja. Natürlich schmeckt die am besten. Achso, wir haben ja noch eine... Ich habe mal Spezialzutat, meine lieben Freunde. Ja, das ist hier, damit das Essen ein bisschen Spaß macht. Ne, das ist Oregano. Genau. Und warum, manche sagen Oregano, manche sagen Oregano. Was bist du? Bist du der Oregano. Oregano-Typ? Oregano. Manche sagen Oregano. Oregano. Manche sagen auch China. Manche sagen auch Weed dazu. Ne, warum ist das in so einer geilen Tüte hier? Da ist von einer Bekannten aus den USA direkt von ihrem Biohof. Da ist das ganz gute Zeug. Selbst gepflückt. Ja. Und auch hier gönnt euch. Ja. So. Dann schmeckt das ja besonders gut jetzt. Ja. Ich würde es tatsächlich noch weiter runterdrehen. Ja, machen wir auf 1. Ja. Am besten schmeckt es. Die Bolognese natürlich am nächsten Tag, weil das dann richtig gut durchgezogen ist. Ja. Und so der Geschmack aus den Zwiebeln, aus den Möhren, aus dem Fleisch noch irgendwie so richtig schön in die Soße und ja. Ja, geschmacklich, jetzt kann man es ja auch noch sagen, du würdest eigentlich auch noch Knoblauch reintun. Genau. Ja, ja. Wie willst du gehackt, gepresst, wie machst du das am liebsten? Nee, ich hack den immer, also weil... Pressen finde ich, also das verändert irgendwie so ein bisschen den Geschmack, also dass er dann bitterer schmeckt. Okay. Deswegen hacke ich den immer, meistens mit einem kleinen Messer, kann man aber auch mit einem großen Messer machen. Ich sag, ein Messer reicht ja. Mit dem hier, du kannst es auch hier mit, wirklich. Reicht völlig. Man muss halt nur vorsichtig sein und ja. Die Übung macht den Meister, wie immer. Genau. Und warum tue ich jetzt keinen rein, weil einfach wieder, es tut mir leid, ich bin super empfindlich auf so die ganzen Zwiebel-, Knoblauch-, Lauch-Geschichten. Ja. Geht mir gar nicht mehr so darum, dass man so eine Knoblauchfahne davon hat, sondern dass ich es wirklich nicht gut vertrage. Also wenn ich das jetzt mit Knoblauch essen würde, ich sagte, ich hätte beim Sport gar keinen Spaß mehr. Ich würde die ganze... So, das ist schade, weil das Schlimme ist, ich mag Knoblauch, ne? Ich finde den vom Geschmack finde ich ihn lecker. Ich liebe Knoblauch. Ja. Aber ich jedes Mal, erst habe ich so gedacht, ey, steigere ich mich da irgendwie rein oder so. Aber mir ist wirklich aufgefallen, dass ich selbst bei Essen, wo ich nicht wusste, dass Knoblauch drin ist, gar nicht. Ich wusste es nicht. Und ich habe es auch nicht geschmeckt. Okay. Sondern es schmeckte gut, aber jetzt nicht so, dass du denkst, wie bei Spanier irgendwie so, boah, die haben da irgendwie 3 Tonnen Knoblauch reingekippt, sondern du wusstest es nicht. Ja. Und 2-3 Stunden später war genau dieselbe Geschichte. Ich dachte wieder so, boah, Leute, was ist denn los? Und dann dachte ich so, wir nehmen erstmal Knoblauch. Ja, muss man natürlich drauf verzichten. Das ist doof, ja. Ich habe eine Knoblauchunverträglichkeit. Genau, ich wollte gerade sagen, es gibt Schlimmeres. Ich bin Knoblauchintolerant. Genau. Aber den Knoblauch ist auch ganz wichtig, dass man den, ich tue den meistens erst so, auch jetzt so, zu dem Zeitpunkt würde ich den wahrscheinlich erst reintun in die Soße. Weil der Knoblauch ist ja so klein gehackt, also ich hack den wirklich richtig klein, damit da keine Knoblauchstücke drin sind, dass man da drauf beißt oder so. Überraschung! Wenn es zu knoblauchig ist, dann schmeckt es auch nicht mehr.
Deswegen tue ich den zum Schluss rein, weil das Aroma soll sich ja entfalten und der soll ja nicht in der Pfanne anbrennen. Weil wenn er so klein gehackt ist, brennt er sofort an, wenn du den mit irgendwie früher da rein tust. Und dann schmeckt er auch bitter. Also das schmeckt dann nicht mehr. Also für die Knoblauchfans habt ihr gehört, jetzt so zum Schluss. Ja. Ich hol schon mal das Nudelsieb. Ja. Wie sieht es denn bei der Nudelfront aus? Ja. Ja, die müssen al dente. Die sind jetzt gut. Die sind al dente. Alles klar. Ich finde die gut. Dann kippe ich die einmal hier raus. Deshalb, ich bin mittlerweile kein Freund mehr von Abschrecken. Ich mache das nicht. Nee, ich glaube, das macht. Also, ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, was das bringen soll. Ja, das soll eigentlich bringen, dass die Nudeln dann nicht aneinander kleben. Aber ja, willst du meinen Trick dafür wissen? Um die Stärke abzuwaschen oder sowas. Okay. Aber ich finde das ganz schlecht, weil dann wäscht man ja das ganze Salzwasser wieder ab und den ganzen Geschmack, finde ich. Weißt du meinen Trick, warum das wieder nicht mehr zusammenkommt? Das beste Gewürz. Das beste Gewürz. Einen kleinen Spritzer Olivenöl. Und dann schön umrühren. Die pappen auf keinen Fall mehr zusammen. Ja, genau. Und ich muss sagen, so gut gesalzte Nudeln mit bisschen Olivenöl schmeckt halt auch direkt wieder gut. Ja, ich bin man der kann Fettige. Die dann auch einfach so essen. Ja, man kann die so essen. Das ist schon mit Salz und Pfeffer. Ja. Ja. Ich denke, wir sind im Grunde fertig, ne? Ja, genau. Das werden wir noch ein bisschen ziehen. War es eigentlich. Dann dekorieren wir gleich noch einen schönen Teller, machen ein geiles Instagram-Foto davon. Ja. Und also super einfaches Gericht. Genau. Behaupte einfach mal, es schmeckt. Achso, das wird jetzt abgeschmeckt mit Salz, ne? Oder hast du, oder... Ja, da kann man dann noch Salz dazu tun. Also du hast es ja, aber das Letzte, also ich mache das mal so, dass so das Letzte, was ich nochmal so gucke, ist Salz. Ja, ne? Also dass man nochmal abschmeckt mit einem Löffel und genau. Mit einem Metalllöffel abschmecken, nicht Holzlöffel. Das schmeckt dann nach Holz. Ja, und das, da hängt so viel dran. Das ist manchmal dann, du siehst das ja auch, hier ist jetzt das noch stimmt. so ganz viel Gewürz dran. Ja. Das verfälscht total. Das also stimmt. Dann lieber Metalllöffel, der ist ganz clean, da könnt ihr besser abschmecken. Nicht verbrennen, ansonsten guten Appetit. Ja, guten.